Schön, wie es die Zeitlupe anfängt zu laufen. Nicht so konfus, na zum Glück. Wo haben wir noch keine Dame? Eleanor darf ja nicht sterben, das wäre leicht ungünstig, würde ich mal sagen. Wir machen mal Warnstille. Ach, leck mich. Schön, wie da immer die Framerate, also wegen dem auch immer, leicht einbricht. Heilen wir ihn auch mal mittel. Ich werde es niemals zulassen, dass sie mich überflügeln heißen. Sie blenden ihm nach, aber es gibt jetzt. Aber jetzt werden sie die Stasi Untaten empfangen. Ich höre ständig mit den Stimmen durcheinander kommen. Na endlich! Hey, er ist nicht wieder aufgewacht, das wundert mich jetzt. Halt, nein. Falsch. Wir machen mal das hier noch so zur Sicherheit und dann. Haut zu. Ah, schön, wie die Framerate immer wieder runtergeht. Ich weiß nicht warum. Also. Aufnahmerate halt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also wahrscheinlich nicht, aber darum geht's jetzt nicht. 5, 8, oh Gott. Ja, solange er schläft. Oh, hätte die Fresse gehalten. Halt, nein, nicht so. Hören Sie endlich auf, der hat lange Widerstand zu leisten. Das ist ungehörig. Wenn ihr mir zur Brust nehmen, wissen, Kerl! Schön, wie ich immer rede, ne? Problem erledigt. Dieser Treffer. Ich muss die Wirkung meiner Apparatur erhöhen, Ja, toll, schön, machen wir. Ja, erhöhen wir. Oh, er ist aufgewacht, wie ungünstig. Nächste Mal wieder einschläfern. Wagen Sie es nicht, mich zu besiegen. Schlaf wieder ein, komm. Man merkt es voll, wenn die Framerate auf 30 runtergeht. Das ist wirklich extrem. Ja. Wir müssen jetzt bitte mal sterben. Was? Hat er nicht mehr geschlafen? Ich dachte, er hätte noch geschlafen. Na endlich, ging doch, war doch ganz einfach. Kinderspiel. Nein, nein, nein! Nimm dich zusammen, Moriarty, das Spiel ist aus. Ich habe es, der Fall ist gelöst. Kein Holmes ist mit diesem zuvorkommen. Der Täter ist... Oh, wie ich sehe, kennen Sie die Antwort bereits. Grämen Sie sich nicht, Inspektor. Sie kommen immer noch rechtzeitig um eines entsetzlichen Verbrecher mitsamt seiner Spießgesellschaft in erschlossenen Riegel zu bringen. Sie hochmütiger Narr, Ihr Irrsinnsflug ist ohnehin zum Scheitern verurteilt. Wenn ich Sie schon nicht stoppen vermag, werden Sie Naturgriff gewiss richten. Ihr Projektiv wird beim Abschluss zerspringen und seine Reste ins Meer stürzen. Die Wörter halte ich. Und jetzt führen Sie den Kerl ab, Inspektor. Ich habe meine Reise anzudrehen. Hoho, ich bin der Weihnachtsmann. Oder auch immer. Weiße. Heißes Alter, so Volksfest und Abschieds, wie auch immer. Sapalot! Es herrscht aber auch ein Gewühl da draußen, dass man sich regelrecht auf die Leere des Weltraums freut. Zum Glück ist es hier am Schachteingang ruhiger. Ja, begreifen Sie denn nicht, Professor? Sie sind Volkshelden! Alle Welt schaut auf den heutigen Tag! Da haben er und seine Käseblatt auch erhörlich die Werbetrommel gerührt! Bürgerliche Possen! Schneidig gesprochen! Schade, dass er kein Bingo ist, wie die Kladder die Truppe aufnehmen. Der Herr General wünscht Ihnen alles Gute, Magwitz. Dass Sie dem Militär keine Schande auf dem Ausflug machen, klar? Frau Eleanor, bitte geben Sie auf sich Acht. Ich kenne Ihren Wagemut und weiß daher, dass... Ich
werde nur dann ohne Riesen eingehen, wenn es in Auflage dient. Haha, wir verstehen uns. Also gut, es wird Zeit, fahren wir in den Schacht ein. Dann werden wir uns auf Spektakel von der Anhöhe ansehen. Leben Sie, auf Wiedersehen. Ihre guten Wünsche werden uns zusätzlich beflügeln. Gleich endet die Demo übrigens. Da war nur ein witzig Spiel, die Vollversion. Ja. In wenigen Augenblicken bringt uns der Zufallsschacht zum Projektil. Sagen Sie einmal, Leutnant, sind Sie denn gar nicht neugierig, wie die Technik eigentlich funktioniert? Ich muss gestehen, ich kläre es auch zu gerne. Hoho, ich bin der Weißmann. Ganz prächtig, dann passen Sie einmal auf. Und keine Sorge, ich werde es leutnantskonform erläutern. Um den Sternenraum zu erreichen, muss die Anziehungskraft unserer Planeten überwunden werden. Ein sehr anhängiger Geselle, wie es scheint. Und das gelingt uns nur mit einem mächtigen Rumpf. Gefällt! Hätte genauso überlegt. Ja, schön, wie ich immer Pausen mache. Also dürfen wir eine Kanone, die unserem Gefährt die nötige Anfangsgeschwindigkeit verleiht. Falls der Professor einmal los das Anfängerreisetempo sein muss. Na? Halte dich fest, Leutnant. 12.000 Meter pro Sekunde. Das geht doch noch. Scheint nicht sonderlich beeindruckt zu sein, mein lieber Leutnant. Bin noch nie vor scharfen Aussicht zurückgeschickt! Mein Lieber. So, aha. Wo war ich? Ah. Für unsere Zwecke benötigen wir demnach eine Kanone riesenhaften Zuschnitts. Sie wird wahrscheinlich alles andere bei dir treffen und 68.000 Tonnen wiegen. Potzblitz! Bin schwer beeindruckt! Ich wusste auch, dass sie spät vor der Kanone hellhörig werden. Und damit sie nicht durch ihr Eigengewicht oder den Rückstoß zerbricht, wird sie den Boden verschlingen. Man nennt es auch Loch. Hier sehen Sie es auf meiner Skizze. Die Kanone ist eher eine Art unerhörter Schacht. Ich sag ja ein Loch. Und ganz unten war das Projektil. Warte nur darauf, dass sie unter seinem Boden die Schießbaumwolle entzündet. 400.000 Pfund. Das entspricht einem Antriebsdruck von 6 Millionen Litern Gas. Stürzen wir nicht aus der Lore. Zumindest nicht, bevor Sie gehört haben, wohin die Reise geht. Doch nicht etwa, bis auf zum Mond! Die größten Wahnsinnige! Kleingeist, zum Mars zieht es mich. In Rot. Der rote Planet. Passt. Wir werden Kontakt mit dem dort ziehenden Sternvolk aufnehmen. Ist das nicht aufregend? Marmelade. Alles aussteigen. Wir sind an der Basis des Schachts angelangt. Hier ist es. Das Werk unzähliger Gedanken und Arbeitsstunden. Kommt, Freunde. Kohle ist so gut wie eingeladen. Sie haben jetzt eine ordentliche Menge Energie an Bord, Herr Professor. Vielen Dank, mein Lieber. Und was machen die letzten Teilarbeiten? Dass mir dabei nicht gefuscht wird. Na, ich höre da wohl nicht richtig. Fusch gibt's bei mir nicht. Herr Professor müsst mich inzwischen besser kennen. Ach, das weiß ich doch, Wilhelm. Doch muss ich stehen, ein wenig nervös zu sein, ob alles klappt. Na nun, solche Worte von Ihnen? Ach, Sie sind doch zu Recht erstaunt, Gnächste. Früher war ich nicht so ein alter Zauberling. Also in Fort mit dem Bedenken, der Fortschritt ruft. Erkenne den alten Herrn Professor wieder? Ganz wie ein Kavallerist? Dann auf in das Wagnis, meine lieben Freunde. Viel Erfolg, alles Gute, auf die Heimkehr. Jetzt nicht weg, hier kracht es gleich ganz fürchterlich. Hellligen Schaumschlüssel kann ich hier mitnehmen? Steigen wir das Gefährt, das für die nächste Zeit unsere Heimstadt werden wird. Ich hoffe, Sie finden unsere Inneneinrichtung annehmbar. Seien Sie Freunde und öffnen den Weg in den inneren Schacht, Leutnant. Treten wir ein. Gehen wir rein, können wir rausgucken. Respekt. Respekt! Den macht den größten auch bitte Angst! Ich dachte mir, dass es Ihnen gefällt. Zum Lachstor knallst du also gleich raus. Wie? Aber leider vergessen, worum es hier geht. Ich liebe den Mann. Aber dennoch, große Sache das. Was so viel Volk wie damals bei Schlacht von... Trefflich bemerkt, Herr General. Aber jetzt ergötzen wir uns am Schauspiel. In wenigen Augenblicken erleben wir die geballte Macht des Fortschritts. Fortschritt! Kanonengeknall gibt's schon länger. Wann geht's denn eigentlich los? Warten Sie. Aha, haben wir ja Taschenuhr als Projektil in 10 Sekunden. Ich drücke jetzt einfach mal wild Tasten in der Hoffnung, dass irgendwas passiert. Nein, passiert nichts. Postblitz! Knall dir ordentlich! Haben wir den Mond erwischt, Schleicher?
Sie fliegen tatsächlich. Nein, was für eine verrückte Idee. Verrückt? Oh nein, Herr von Schleicher, hier wird ein Traum wahr. Sag mal, Schleicher, was machen die ganzen Leute in meinem Büro? Ich erkläre es Ihnen nachher, Herr General. So, dann von mir aus. Wenn das doch nur der Magwitz sehen könnte, wo steckt der eigentlich? Ah! Herrlich. Es sollte ein Spiel geben mit dem General. Warum gibt es das nicht? Glaube, hier pfiff gerade ein Nied vorbei! Festhalten, der holprige Teil fängt gerade erst an. Ich werde Metall reißen. Jetzt schon! Mirek Goff, wir schaffen es wenigstens bis in die Ionosphäre. Sehen Sie! Ist der Uhr nicht! Kommt direkt auf uns zu! Grundgütiger, ich hatte also doch recht. Mit Propelloren. Angetrieben. Gott, das wird bei YouTube sowas von gesperrt wegen der Musik. Es ist groß übrigens. Und erinnert mich ein bisschen an die Raumschiff-Texturen, Luftschiff-Texturen von Dings. Name vergessen. Schön. Fürchte, es ist höchste Zeit, dass ich Ihnen von einer äußerst bedeutsamen Entdeckung erzähle. Dann werden Sie auch den eigenen Grund dieser Reise verstehen. Quer war unerschnecklich. Eine gewaltige Demonstration der Macht. Schließen wir das. Die unruhigen Anblick werden nun lange genug. Ungeduldig in Erscheinung! Herr Professor, scheint dieser Lebenstrip nicht ganz unerwartet. Gestatten Sie, dass ich mich einen Augenblick sammle. Die Stadterschütterung steckt noch im Bein. Ich hatte gehofft, dass wir uns erst einmal an unser neues Fliegendes Zuhause gewöhnen könnten. Aber so wie Dinge liegen, ist Tagkraft die Parole der Stunde. Also dann, hören Sie die erstaunliche Geschichte über eine Expedition. Sie lüftet das Geheimnis endlich. Ich weiß, dass ich Ihnen voll und ganz vertrauen kann, liebe Freunde. Also... Licht an! Aber nein, lieber Leutnant, das ist nur ein dramatischer Effekt. Bin um Pardon! Weitermachen! Danke. Also, wie Sie sich erinnern mögen, entdeckte ich auf meiner Expedition eine Statue. Groß, uralt. Natürlich ging ich hinein. Hoho, ich bin der Meister. Ich überstand Rätsel und Fallen. Doch dann... entdeckte ich die Kammer. Eine uralte Falle entdeckte mich. Hier, da steckt die Party. Techno-Baby. Doch plötzlich... ein mächtiger, so eine intensive Begrüßung. Gottlob scheint der Mechanismus recht angejagt zu sein. Dann im Gegensatz zu meiner Neugier, die brennt heller denn je zuvor. Okay. Prächtig, prächtig. Nach allen verstrichenen Zeit tanzt wieder ein Mundes Feuer in den Kessel. Äußerst fortschrittlich, was auch immer es ist. Zurück, niemals, will diesem Mäuse ein Geheimnis entreißen. Ist kaum aufzumachen, welche Tiefe diese Maschinen reicht. Moment, wie war das jetzt wieder? Aha, eine Tür. Ah ja, richtig. Das war der Mist. Schon wieder ein neuer Baustil. Brr, das Inhaberarchitektur gehört hinter Schloss und Riegel. So, wie war das jetzt? Wie war denn das jetzt? Der Stein sind kleine Zeichen geritzt worden. Das sind Zahlensymbole. Eine 2 und eine 3, meine ich. Schau es mir besser mal auf, für den Fall, dass ich es noch brauche. Halt. Ach ja, ich glaube, ich weiß wieder, was ich da machen muss. Ich denke jetzt einfach mal nach, ne? Oh, das wird ja eh nichts. Ich und nachdenken. Das ist ja das Dümmste, was ich gehört habe. So, und dann... Tja, da staunt ihr, wie ich nachdenke. Und völlig falsch liegen werde.
war jetzt sarkastisch gemeint. Was passiert halt, wenn man den Schalter zu früh drückt? Komm schon, drück den Schalter. Drück ihn! Öffne Tor Nummer 1. Weil es kein Tor Nummer 2 gibt. War das nicht so? Ich mach, glaube ich, irgendwas falsch. Oh, da war nichts anders drum. Also hier 2 und da 2. Ich meine, das letzte beim ersten Mal so gelöst zu haben. Gut, genau genommen habe ich keine Ahnung mehr, was ich beim Rätsel gemacht habe. Ah, endlich mal ein Rätsel, das meine Würde ist. Links oder rechts? Natürlich rechts. Das ist eine dumme Frage. Tür wird sich gar nicht. Sag ja. Echt. Sehr rassistisches Spiel. Wieder in diese Inschriften. Vor dir liegen Schlängelpfade. Sie tun sie auf, sodass du es sagst. Kreuz und quer und krumm und gerade. Schon bald du hier am Sinn verzagst. Oh, ich wollte noch gar nicht reinlaufen. Schön. Und ich lade wieder am Start. Nein, überraschenderweise nicht. Okay. Jetzt muss ich mal schauen, wo der hier hinführt. Ah, ich habe das Schild nicht gelesen. Oh. Praktisch, ich komme wieder raus. Muss ich jetzt nicht noch alles machen. Oh nein, ich habe das Schild wieder nicht gelesen. Was soll's. Erstmal irgendein Schalomi. Äußerst fortschrittlich. Irgendeinen Schalter umlegen, das passt dann schon. Völlig egal, ob man da möglicherweise drauf geht oder so. Das sind unwichtige Details. Ja, jetzt kann ich schon lesen. Ja, doch, es steht dasselbe drauf. Wie überraschend. Sehr kreativ. Die Maschinerie benötigt dringend Energie. Ah, ich habe keine Kohle mitgenommen, ne? Kohle. Oh. Wenn ich mir die Tanken voller Kohle stopfe, schimpft mein Haus da drin wieder. Ein Stück rein. Wieso schon wieder? Warum stopft er sich gerne ganze Kohle voller Socken? Socken. Voller Taschen. Deutsch, ne? Nein, mit Kohle. Jetzt drück mal hier Schalter. So viel Möglichkeit gibt es da jetzt nicht. Ich möchte zickzack fahren, wenn es geht. Ich werde absonderlich rotes Licht. Man wird doch nicht etwa versuchen wollen, mich mit Dämonenspuk zu schrecken. Alberner Unfug. So, eine weitere Rätsel. Sei auf das Ruhe, sei das Ruhe. Zinsspruch oder einfach nur eine unsäglich platte Phrase. Was für ein grässliches Bildnis. Eine solide handwerkliche Arbeit. Hans muss davon später einen Abguss nehmen. Sprecht dazu komisch, warum auch immer. Zusätzlich felsfest in ihren Fugen. Die Tür ist felsfest in ihren Fugen. Ich glaube, das sind Drehmöglichkeiten. Scheint, dass er eine Art Ladung in diesem Raum aufbaut. Und, was passiert da weiter? Dann packt mir etwas mit unwiderstehlicher Gewalt.
fühle mich emporgehoben. Mein alter, ein uralter Strom aus Stimmen, Gedanken, Hoffen und Bangen ergoss in mein Hirn. Kenntnis. Erfahrung. Pures Wissen, hochkonzentriert. Kapazität meines Hirns selbst weiß ich unter dem Einfluss des wundersamen Kristallapparats. Naja, so wie der sprunghaft gestiegene Realität her. Nun, ich möchte nicht sagen, zuvor ein Schafskopf gewesen zu sein. Aber Sie haben recht, seitdem bin ich in aller Bescheidenheit ein formidables Genie. Und woher kommt das alles? Wer baut diese Maschine? Wie? Gemach, gemach, Freund Eleanor. Nun folgt der schwärzeste Teil meines Abenteuers. Ist das alles gedankliche Flügel, innere Strömbe, war präzise, kalt und von gnadenloser Schärfe. Es war nicht von dieser Welt. Aha! Wie mein? Die Form der Intelligenz, die mich nun erfüllte, ließ mich die Dinge mit aller Klarheit sehen. Die ganze Vorrichtung war weder für einen Menschen, geschweige denn von Menschenhand errichtet worden. Die Herren einer fremden Welt schufen dieses Wunder. Und das ist noch, da ist noch etwas. Das sage ich nur, ihr wisst. Scheiße. Ich wisse nämlich eins, sondern auch Teil ihres Geistes. Einer abscheulichen Geistes. Wie furchtbar. Ja, entsetzlich. Ich spürte, wie das Bewusstsein einer alten, weit entfernten Welt nach mir griff. Ich kämpfe dagegen an. Ich kämpfe um nichts Geringeres als die Essenz meiner Menschlichkeit. Ich schien meine Ewigkeit zu wehren, aber ich siegte. Nun kennen Sie meine Geschichte. Das Palabrat. Erstaunliche Vorrichtung. Wenn es mir gelänge, seine Funktionsweise zu gründen, könnte ich die Hirne aller Menschen auf ganz neue Stufen der Kenntnis heben. Stellen Sie diese Möglichkeiten vor. Zwei entsetzende Leutnant können euch zu einem geistvollen Persönlichkeit werden. Ja, fabelhaft! Fremde Geist. Marsianer. Wie mein? Dank des Kristallapparats konnte ich die Texte dieser alten Anlage entziffern. Vieles, viel zu vieles war durch den Lauf der Zeit zerstört, aber so viel war klar. Schon vor undenklichen Zeiträumen suchten die Marsianer unsere Erde heim. Warum sie scheiterten, weiß ich nicht, aber ich weiß, das ist, was sie suchten. Herrschaft, Macht, Dominanz. Ich begreife immer noch nicht ganz, was das alles mit diesem riesigen Schiff zu tun hat. Was Blitz? Eine Invasion! Ich fürchte, unser Leutnant hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Unsere Aufgabe wird es sein, mit Anlass dieses entsetzlichen Treibens selbst zu erfahren. Auf dem Mars. So, aber nun machen wir es erst einmal gemütlich. Wie bitte? So ein Stückchen Weg ist bis zum Mars. Nun sollen wir es in der Zwischenzeit nicht bequem haben. Gutes Argument. Ich finde mich im Laboratorium. Da behagt es mir am meisten. Ach, Kreatur. Sei so gut und komm mit. Wir brauchen hier Maschinen. Maschinenraum, wir brauchen überhaupt Energie sofort, Ja, aber was sollen wir in der Zwischenzeit tun? Sie könnte etwas Ordnungs durcheinander bringen, Knäckse. Sehen Sie sich doch nur um. Wir fahren jetzt Fahrstuhl mal hier. Was haben wir davon halten? Fürchterlich. Asiana, Rätsel, Passion! Verstehung und Knäckse aufgewacht ist! Das, ja, das ist auch unangenehm. Aber ich meine die Unordnung hier. Schauen Sie doch nur, sehen Sie nur. Wer helfen? Sie, freiwillig, mir sägt da irgendwas aus. Also los, so ziehen Sie die Bücher ein, während ich die Decke richte. Yeah, ich kann Bücher einsortieren. Hier steht Erwartung der Welt ein Roman. Oh, hier ein Glied! Ja, also hier stehen etliche Romane. Weil ich später auch Zeit darin zu blättern. Sie werden vielversprechend. Ah ja, da ist auch noch ein Schrank. Würste, Schinken, Trockenmilch! Und endlich diese neumodischen Blechkonserven! Wahre Wunderwelt an Roman. Bla 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 bla. Aber das ist ja gerückt! Na gut, dann haben sie jetzt frei. Haben sie noch was? Sind die anderen? Wir haben den Professor noch gehört. Er ist in der Projektilspitze in sein Labor gefahren. Unser fleißiges Wesen aber im Maschinenraum. Fleißig? Traut ihr den nicht? Das ist kein Ding. Wie gesagt, Gefühle. Also begegnen Sie unseren Gefährten mit Respekt. Schon Gefährten! Ein wandelnder Kadaver, ein Tintenklecksring und ein Mann mit Gespenstern im Hirn!
Hören Sie doch auf, der Professor hat die fremde Intelligenz aus seinem Kopf verbannt. Sagt er! Meinen Sie etwa? Nein, daran will ich nicht einmal denken. Langweil. Eingezwängt mit Ihnen in einer kleinen Kapsel nichts. Herrlich. Es wird eine Weile dauern, bis Sie den Mars erreichen, Herr Leutnant. Suchen Sie die Zerstreuung. Haben Sie denn gedacht, wo wir eine halbe Beleg mit uns befördern? Feuerholz! Ach. Vielleicht. Sind Sie bitte deswegen anstrengend. Es ist eine lange Reise. Entschuldigen Sie mich. Ich nutze die Zeit mit Tieren wie in einem Roman. Ich ist gelesen. Das ist gar nicht, was er dazu aufregen sein soll. War vielleicht selbst ein Versuch. Vorhang rot, aha. Kann das doch aufmachen? Jawohl. Ui. Post 1000. Machen Sie dazu. Ha, Romane. Werde mal darin lesen. Na bitte, sogar mit Bildern. Richtig. Nur Mut, das lohnt sich bestimmt. Was haben Sie sich eigentlich ausgesucht? Eine spannende Mischung aus Seefahrt, Abenteuer, Freibeutertum, Morderei, Verrat und Gefahr. Steht zumindest hinten auf dem Buch. Naja. Was ist denn was für kriminelle Liberale? Also. Herrlich. Die Schatzinsel von R.L. Stevenson. Jim Hawkins, weißt du, koscher Name. Scheint jung zu sein. Eines Tages der alten, braun gebrannten Seemann mit der Narbe unter seinem... mit der Narbe unter unserem Dach seines Wohnsitz ausschlug. Unbeweilig! Lass einen Piraten zur Biene bei sich wohnen! Ich sehe, du scheinst dich vor jemandem zu fürchten! Ah! Was einen früheren Kopf an? Wie eine Bagage allesamt! Schock, schwere Not! Sie haben ihn gefunden! Piraten übergeben ihren ehemaligen Gefährten etwas! Der schwarze Fleck! Die Farbe für die Worte Schwarze und Fleck sind vielleicht etwas ungünstig gewählt. Der Pirat! Er! Nein! Das gibt's doch nicht! Er stirbt vor Schreck! Was macht Jim? Aha! Er sieht die Kiste des Toten an! Pass mal auf, Kleiner! Aha! Atmen! Ah, wie auch immer. Verdammt, komm zurück! Suche etwas von dem Toten! Lauf, Jim! Lauf! Er ist tot, Jim! Warum hilft ihm niemand? Jetzt greift die Männer des Squares ein! Oder auch höchste Zeit! Hurra! Plan fliehen! Vielleicht könnte der Squir und der Doktor dem kleinen Jim helfen! Null. Ha! Sie haben Karl beim Toten Piraten entdeckt! Geld, rief das Quer. Haben Sie denn nicht zugehört? Glauben Sie, diese Schufte sind hinter allem gewesen, hinter etwas anderem her gewesen als hinter Geld? Warum nicht? Vielleicht haben Sie auch eine Kistensammlung. Nun, wir werden sehen, erwiderte der Arzt. Aber Sie sind ja so hitzköpfig und aufbrausend, dass ich gar nicht zu Wort komme. Falls es so wenig den Schatz des Captain Flint gibt, dann haben wir. In diesem Paket hat den Schlüssel zu Flints Versteck in der Hand. Aber wer weiß, ob es sich überhaupt lohnt, diesen Schatz zu heben. Natürlich! Es gibt es dann zu zaubern! Auf! Schatzsuche befohlen! Herrlich. Na bitte! Squirt und Doktor! Livesey! Gott! Ich englische Namen hasse, die lassen sich immer so komisch aussprechen. Können nicht alle deutsche Namen haben. Wagen es! Jim, auf mit! Du bist schon ein tapferer kleiner Kerl! Sieht aus wie aus dem RTP. Leave safe, sagte Square. Sie geben sofort ihren verdammten Praxis da auf. Morgen reise ich nach Bristol. 3 Wochen, was? 3 Wochen, in 2 Wochen, in 10 Tagen haben wir das beste Schiff von ihr. Lesen Sie eine Mannschaft in England. Jim Hawkins mag als Schiffsjunge mitkommen. Du wirst einen famosen Schiffsjunge abgeben, Hawkins. Sie, Leave safe, sind der Schiffsarzt und machen den Admiral. Und ich mache den Admiral. Teufel, Bristol scheint den Regen gemietet zu haben. Ich muss der Leibhaftige geritten haben, weil also meine Praxis für eine Schatzsuche. Ein Schatz, bei Gott, Sie sagen es, das ist alle Mühen wert. Ja, aber halten Sie es für so klug, bei jeder Gelegenheit hinauszufordern, was wir suchen? Ach, Livesey, Sie alte Nörgler. Die braven Leute hier waren ganz begierig, mir zu helfen, sobald sie erfahren hatten, dass wir auf Schatzsuche gehen. Wie überraschend. Wir haben Sie eigentlich nicht davon erzählt. Oh, was für ein großer Orden. Darf ich mich einen Weg umsehen, bitte? Nun, ich habe noch Besorgungen. Regeln Sie die Details, Doktor. Auf bald. Dieser Mensch ist eine Zumutung. Darf ich jetzt über den Hafen bummeln? Bitte. Ja, lass auch nur mich allein, schon Jim. Aber, Herr Doktor, ich... Ach, geh schon. Papierkram in den Hafenmeisterei musst du dir nicht mehr ansehen.
Aber gib acht, ihr habt sich alle an zwieliges Volk herum. Nebenbei, schaut doch einmal um, fliegt ein brauchbarer Kopf unsere Fahrt in Text. Oh Gott, wie spricht man das aus? Tyrannage, gehst immer an den Besuch denken, an den Bauch dringen. Und zu niemandem ein Wort, Chim. Ich bin doch kein Plappermaul. Und war Chim. Dafür haben wir ihn bereits in den Square Trimmel. Wie auch immer den aussprechen. Einfach ganz schnell aussprechen, dann merkt man nicht, dass es falsch ist. Ich bin Narbenmeister Ralf. Ich spreche Narben immer mit hundertfacher der normalen Geschwindigkeit aus. Du kannst das Buch, die Schatz in jeder Zeit wieder zuschlagen und die Geschichte beenden. Geh dazu einfach in dein Inventar ein. Nein, ich will es erstmal speichern. Schön. Ein Minispiel in einem Spiel, aber das schauen wir uns alles mal an. Es reicht! Ich muss da noch ganz viel rendern und. Ich mal 19, dann geht das so schön schnell. Theoretisch. Praktisch nicht, aber darum geht es nicht. Egal, das war's mit der Reise ins All für heute. Wir sind ein ordentliches Stück weitergekommen. Wir haben zumindest schon mal die Erde verlassen. Nach gar nicht so viel Folgen. Was in der Anime liegt, dass manche Folgen 40 Minuten lang oder so sind. Unwichtige Details. Ich kann mich nicht mit unwichtigen Details beschäftigen. Ich kümmere mich nur um die wirklich wichtigen Dinge. Aber egal, das war's für heute. Mit die Reise ins All. Ich sag auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.